Ich habe eine Frage. Ich habe gehört, dass Menschen viele Seelenverwandte haben können und... Es tut mir leid, viele? Seelenverwandte. Leute, die uns herausfordern oder uns in Rage bringen. Aber ich habe mich gewundert, ob es eine Idee einer Zwillingsseele gibt oder jemand, mit dem du den Rest deines Lebens verbringen sollst. Weißt du, da ist dieses... Patangasana, weißt du? Kennst du Patangasana? Wenn du deine Fußsohlen zusammenlegst. Zwei Sohlen haben ihren Partner getroffen. Du musst das verstehen. Der Körper braucht einen Partner. Vielleicht, wenn dein Verstand nicht gut entwickelt ist, braucht dein Verstand einen Partner. Wenn deine Gefühle nicht allumfassend geworden sind, brauchen deine Emotionen einen Partner. Zumindest deine gottverdammte Seele sollte frei sein von diesem Verlangen. Ja oder nein? Wenn etwas als Seele bezeichnet wird, beziehst du dich auf etwas jenseits der Körperlichkeit, stimmt's? Wenn es etwas jenseits des Physischen gibt, würde es eine Seele würde es einen Partner brauchen, frage ich? Partner bedeutet Begleiter. Es könnte körperlich sein, es könnte psychologisch sein, es könnte emotional sein, es könnte berufsbezogen sein. Arbeitskollegen. Ein Partner kommt also nur dann hinzu, wenn ein Gefühl von Unvollständigkeit vorhanden ist. Zumindest das, was auch immer du als Seele bezeichnest, zumindest dieses eine sollte komplett sein, nicht wahr? Wenn es vollständig ist, braucht es nichts. Nun, diese vielen Seelenverwandten, ich weiß nicht, wo das herkam. Ich dachte, der Ausdruck Seelenverwandte wurde geprägt in der Schule, wenn du wirklich jemanden einfangen wolltest und du immer Angst hattest, dass sie davonlaufen, hast du ihnen erzählt, wir sind Seelenverwandte. Das heißt, wir können nicht Schluss machen. Aber jetzt redest du von vielen Seelenverwandten. Ich weiß nicht, wann diese Evolution stattgefunden hat. Das ist neu. Also verwendet jemand neues Vokabular den Bedürfnissen des Tages entsprechend. Aber wenn da etwas jenseits des Physischen ist, definitiv braucht es keinen Partner, oder nicht? Erfreu dich an Patangasana.